Ich bin sehr froh, dass wir beim heutigen Neujahrsempfang wirklich auf ein erfolgreiches Jahr der freiheitlichen Politik zurückblicken dürfen. Und wir konnten auch einen kleinen Ausblick machen auf die anstehenden Herausforderungen. Warum erfolgreich? Wir haben in der Landtagsarbeit sehr viel erreichen können. Wir waren nicht nur jene Oppositionspartei, die am meisten Anfragen gestellt hat, sondern wir konnten auch am meisten Beschlussanträge durchbringen. 12 an der Zahl. Das heißt, dass wir mit 12 Themen die politische Mehrheit im Landtag gefunden haben und die Landesregierung sie jetzt auch umsetzen muss. Auf diesem Weg werden wir natürlich weitermachen. Unsere Oppositionsarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass wir sowohl kritisch sind und auch der Landesregierung durchaus auf die Finger klopfen, aber zugleich sind wir jene Partei, die auch Zusammenarbeit mit anderen Parteien zulässt. Das heißt, dass wir bei Themen wie Kleinkinderbetreuung oder anderen Sachen durchaus mit anderen Oppositionsparteien an einem Strick ziehen, aber auch mit der Landesregierung, wenn es darum geht, dass wir Südtirol autonomiepolitisch verteidigen. Diese politische Stimme der Vernunft, die wir Freiheitlichen in diesem einem Jahr im Landtag eingenommen haben, die brauchen wir auch in unseren Gemeinden. Und ich hoffe, dass wir in vielen Gemeinden auch Gemeinderäte aufstellen, dass wir kandidieren als Partei oder auch in Verbindung mit Bürgerlisten, dass wir diese Stimme der Vernunft auch in die einzelnen Gemeinden Südtirols tragen.